Hey und herzlich willkommen zurück zu Need for Speed. Hey, fucking back. So, hier ist die leicht getunte Corvette. Also wirklich nur sehr leicht getunt. Ist von den Werten her so noch unter 300. Hat aber dennoch ganz schön was unterm Kasten. So, wir wechseln jetzt mal den Wagen und hoffen, dass der AMG gut genug ist. Ist er nicht. Das sind perfekte Voraussetzungen, um zu verlieren. Es heißt, Männer regieren die Welt. Was für ein Quatsch. Wag dich einen Tag mit uns in die Wüste, wenn du dich traust. Wir sind die Free Amber Militia. Ich glaube, der Pickup hatte gerade einen Achsenbruch. Zumindest sah es so aus. Ja, genau der da. Hatte lange keiner mehr die Eier, meine Crew herauszufordern. Meine Eier sind berüchtigt und ganz Paris spricht über meine Leber. Ich bin eben was Besonderes. Ich hab von dir gehört. Du bist doch dieser Showman. Sorry, Darling. Diese Crew ist zu hart für dich. Wir sind tough. Das beweisen unsere Narben. Ich bin Faith. Du willst gegen mich fahren? Dann übersteh unsere Prüfungen. Als erstes den River Run. Ich glaube, mein Wagen ist nicht gut genug. Ein perfekter Renntag, Mädchen. Na, dann wollen wir mal sehen, wie lange dieser Showman durchhält. Ich habe sowas von keine Chance. Und los! Ich habe beim ersten Sprung verkackt. Und da habe ich auch verschissen. Und da habe ich schon wieder... Alter, what the fuck? Was fahre ich mir hier für eine Scheiße zusammen? Das war ja mal lächerlich AF. Das war... ultra peinlich. Ich glaube, ich brauche einen neuen Offroader. Oder ich muss den jetzt tunen, aber ich will den nicht tunen. Ich kaufe mal lieber einen neuen. Ich meine, der ist sowieso schon ausgelutscht. Zeit für einen neuen Wagen. Also wir könnten den Porsche Panamera wählen. Ich meine BMW X6. Nee, der wäre cool. Aber wir hatten jetzt schon BMW. Deshalb würde ich eigentlich sagen, wir holen uns einen Porsche, oder? Ja, komm. Oder? Scheiß drauf. Ne? Doch. Zack, wir holen uns einfach jetzt den Porsche. War wahrscheinlich das Dümmste, was ich hätte machen können, weil der wahrscheinlich scheiße ist, aber ist mir jetzt egal. Wir nehmen den jetzt. Ich tune jetzt den schnell nochmal. Bis gleich. So, Wagen ist getuned. Jetzt kann es hoffentlich hier losgehen. Wir sind jetzt auch fast 100 Punkte besser. Das kann man ruhig nochmal zeigen. Ich muss nochmal schnell den Timer stellen. Was für ein Quatsch. Wag dich einen Tag mit uns in die Wüste, wenn du dich traust. Wir sind die Free Amber Militia. So. Timer läuft. Nice. Puh. Lange keiner mehr die Eier. Aber mal hoffen, dass wir gewinnen. Wenn nicht, dann ist schlecht für uns. Ein perfekter Renntag, Mädchen. Na, dann wollen wir mal sehen, wie lange dieser
dieser Showman durchhält. Die Show beginnt. So, wir schieben hier niemanden. Kannst höchstens meinen Staub fressen. Ja, eine frische Hose wäre jetzt ganz nice. Und guckt euch das mal an, wie schön das jetzt läuft hier. Ja. Ich möchte meine eben getätigte Aussage nochmal zurücknehmen. Oder zumindest nochmal überdenken. Also ich hasse diese Steine, die überall sind. Das Schöne ist, die KI kann man ein bisschen schießen. Weil die KI meistens den vorgegebenen Weg fährt. Und eher selten Abkürzungen. What? Ja, und da kürzen sie ab. So viel zu, sie nutzen meistens den richtigen Weg. Und ich fahre einen langen Weg und verhaspel mich auch noch dabei. Los jetzt, ich muss nach vorne. Was sieht er denn da hinter sich her? War es eine Schubkarre? Ja, Mann, ich bin Erster. Ja, nicht so große Fresse haben. Sonst erfahre ich mich doch. Ey, und der klebt uns direkt am Fersen. Aber auf gerader Strecke können wir zeigen, was im Wagen steckt. Ich muss jetzt vorne bleiben. Aber diese Strecken so offroad über die Steine, das ist überhaupt nicht meins. Oder mit den Steinen da an der Seite immer, das ist so kacke. Wenn du da hängen bleibst. Also hier haben wir es leider nicht so leicht wie mit dem BMW. So. Rennen 1 gemeistert. Okay, ein bisschen was hast du wohl doch drauf. Ja, ein bisschen was. Nicht viel. Nur ein bisschen was. Ich hätte gern die in der Mitte. Getriebe macht mich nicht wirklich besser. Tauschen wir ein. Gegen einen Teil Token. Hey, meine Mädchen haben eine alte Motocross-Strecke entdeckt. Seh zu, dass du da auftauchst. Eine Motocross-Strecke in Autos? Klar, warum nicht? Das wird lustig. Das hört sich nach einer Idee an, die überhaupt nicht schief gehen kann. Aus dem Weg. Das wird so minimal schief gehen. Und höchstens 60 Sekunden, ihr spinnt doch. Gib der Sonne beim Springen einen Kuss von mir, Mädchen. Und Mac. Ich wette, du kommst bei diesen Sprüngen nicht mal halb so hoch wie sie. Und ihre, die Racer hier bestehen nur aus Frauen? Alles klar. Erster Platz und schon haben wir uns aufs Maul gelegt. Dankeschön. Ey, man kommt hier echt viel zu leicht ins Driften aufgrund des sandigen Bodens. Einmal in dieses widerliche Driften gekommen, kommt man da auch sehr schwer wieder raus, weil der Wagen sich immer drehen möchte. Kennt der ein oder andere nicht vor Speedspieler vielleicht? Das würde ich auch im Schlaf schaffen. Na, übernimm dich mal nicht, Mac. Ich kann fliegen!
Immer schön konzentriert bleiben. Auch wenn das nicht der Outlaws Rush ist. Habe ich mir übrigens vorhin bei Wall angeguckt, also der Outlaws Rush. War ja mal sowas von überhaupt gar kein Problem für ihn. Ich bin einfach so gut. Ich glaube, der ist erst mit dem McLaren P1 gefahren. Den ich übrigens nicht wählen werde. Ich werde den anderen wählen. Diesen, was ist denn das überhaupt? Kein Plan. Mac, ich sagte, keine Kommentare. Aber immerhin bin ich bisher zum Glück noch nicht am Stein hängen geblieben. Ich drücke übrigens auch gar nicht mehr Viereck. Ich lenke einfach nur rein, weil ich weiß, dass der Wagen das von alleine machen wird. Aufgrund der Unterfläche. Unterfläche? Aufgrund des Untergrunds. Merkwürdiger Satz, aber okay. Und ich glaube wirklich, dass der Panamera eine gute Entscheidung war. Zumindest ist er bisher nicht schlecht. Aber besser geht natürlich immer. Und da bin ich am Stein hängen geblieben. Auf zum Endspurt. Ich konnte zwar noch fahren, aber juckt das Spiel ja nicht. So, und da vorne wäre der letzte. Also wenn wir ein bisschen höher getuned werden, könnten wir tatsächlich einfach den letzten hier einholen. Was wirklich lustig ist. So. Wow, das war krass. Naja, geht, ne? So, rechts gibt man was Schönes. Ich glaube nicht, dass das schön wird. Ne. Doch schon mal ein. Ich dachte nicht, dass jemand, der auf Silver Rock verjagt wurde, so viel Biss hat. Das war wirklich schade. Ich hatte gehofft, dass jemand dem Haus einen Dämpfer verpasst. Magst du das Haus etwa nicht? Anscheinend magst du das Haus nicht, Mac. Können wir mal gucken, ob wir hier neue Teile finden. Ich schätze, das heißt nein. Kluger Junge. Okay, weiter. Eins meiner Mädchen hat's nahe dem Silver Casino bei einem Sprung zerrissen. Also versuchen wir ihn jetzt alle. Was auch sonst? Vielleicht nochmal ein bisschen Tempo. Wir hoffen mal aufs Glück, dass wir Outlaw kriegen. Und kriegen natürlich nicht Outlaw. Und das ist schlecht, oder? Naja. Es ist immerhin nicht... Es ist nicht kacke. Also es ist nicht schlecht, aber es ist auch nicht wirklich gut für uns. Weil ich wollte eigentlich meine Geschwindigkeit erhöhen. Meine Höchstgeschwindigkeit. Und das hat ja nicht so gut geklappt. Nebenbei hier mal die paar Punkte knacken. Toll, jetzt gibt es wieder neue Angebote, ernsthaft? Ach, das Spiel ist ein kleiner Arsch. Aber ich werde jetzt nicht zurückfahren. Nicht für das kleine bisschen jetzt.
Lohnt sich wahrscheinlich eh nicht. So, einen ihrer Sys hat sie zerrissen. Dann gucken wir doch einfach mal, ob es uns auch zerreißen wird. Dürfte 300 Meter ohne Unterbrechung? Nein. Ich werde es nicht wie Balle machen und Dinge annehmen. Beweis mir, dass du mehr als ein Großmaul mit einer Glückssträhne bist. Das klingt, als glaubst du nicht an mich. Ah, wirklich? Zeit für meinen Auftritt. Oh, lass mich mal bitte jetzt hier durch. Ich stehe ja nicht so drauf, den Staub von anderen zu fressen. Oh, die habe ich voll von der Map gekickt. Was? Ich war doch auf der Map. Okay, porte mich einfach vor die Gegner, vor den Gegnern hin. Das finde ich super. Ich habe mich nicht beschwert. Ich wurde vor die Gegner geportet. Das finde ich sehr, sehr nice. Was ich auch nicht so nice finde, ist, dass die Rennen alle so elendig lange sind jetzt mittlerweile. Der Outlaws Rush geht ja, ich glaube, über 20 Kilometer. Ja. Also einmal quasi über, gefühlt über die ganze Map. Also nicht am Stern hängen bleiben. Alter, krieg ich ja Epilepsie. Bei so viel Bewegbild. So, jetzt wieder mal ein bisschen Nitro geben hier. Zu spät in die Kurve einlenken, irgendwo hängen bleiben. Nicht gerespawnt werden, finde ich super. Erneut am Stein hängen bleiben. Alles kein Problem. An einem unsichtbaren Stein hängen bleiben. Nice. Beziehungsweise an einem Stein mit einer zu großen Hitbox. Nein, ich muss doch da durch. Ich wollte gerade schön abkürzen, ja. Aber nein. Das ist ja ein offizielles, inoffizielles, illegales Rennen. Mit einer offiziellen Route. Anfall hier. Vor allem wie ich. Ach komm, nee. Hast geschafft. Gott, ja. Waron im Einsatz. Nö, nö, nee, nö. Bestzeit geknackt, das reicht mir aus. Mehr muss ich nicht haben. Mehr brauche ich nicht. So, gib mir was Gutes. Ich hätte gern das da. Das sieht gut aus. Und es ist wirklich akzeptabel. Aber meine Geschwindigkeit geht wieder nicht hoch. Dafür die PS. Und PS sind auch akzeptabel. Showman, huh? Ich gebe zu, du kannst fahren. Aber denkst du echt, ein paar akzeptable Sprünge beeindrucken mich? Und was genau wäre nötig, um dich zu beeindrucken? Zunächst einmal könntest du... Wir haben ein Wrack gefunden. Ja, der Wagen juckt mich nicht. Ich finde die Wracks hässlich. Das stammt von einem 65er Mustang. Nicht schlecht. Ich finde die halt echt einfach nur hässlich, die Wagen. So, die Folge ist auch bald zu Ende. Also der Wagen an sich sieht cool aus, aber in der Drag Race Version sieht er einfach nur hässlich aus, finde ich.
Aber ich bin ja eh kein Fan der Drag Race Szene. Von daher. Das zackt wieder die Höchstgeschwindigkeit rein. Ich hasse es. Ich gehe jetzt nochmal kurz auf Eintauschen. Wir hoffen, dass ich jetzt wieder aus dem Tempo kriege. Wenn das jetzt nichts wird, dann lass es einfach. Und Outlaw, Baby. Jawohl, ja. Das war gut. Das war gut. So, dann fahre ich schon mal hin und in der nächsten Folge gucken wir uns dann das Rennen an. Alter, wie viel Nitro wir jetzt haben. Ey, ist das herrlich. Ne, hier ist noch gar nicht. Ein Stückchen muss ich noch. Stückchen. Natürlich, wir fahren ja wieder den dreckigsten Dreckweg runter. Den man sich überhaupt vorstellt. Ja, Hitbox wieder. Over the top. So. Und an der Stelle sehen wir uns nächste Folge wieder. Bis dahin, haut rein, bleibt gesund und ciao. Winden kommen auch ein paar heiße Gerüchte. Ein junger Racer namens Ty sorgt für mächtig Wirbel, indem er einige der Oldschool-Ligen von der Straße fegt. Wer ist der Kerl? Ist er Single? Angeblich könnte Ty sogar gut genug für den Outlaws Rush sein. Auch wenn er bis dahin noch einiges vor sich hat. Ty, mein Freund, bleib dran und misch die Ligen weiter auf.